Löwe Kinder, Namaste, Janine hier. Löwe Kinder, Januar 2022. Also, wir werden das heute ein bisschen kürzer machen, dafür aber für einen Monat. Normal mache ich es ja immer für 2 Monate, weil es wirklich große Themen sind, beziehungsweise 2021 waren, die wir nicht innerhalb von 3, 4 Wochen einfach lernen. Ja, ich werde es jetzt monatlich probieren, liegt aber an euch, Feedback mit Like, mit Abonnenten, ob das Ganze so funktioniert. Ansonsten werde ich es trotzdem weiterhin alle 2 Monate machen. Ihr wisst, ich mache das in meiner freien Zeit. Ich mache das hier nicht als Job. Dementsprechend seht es mir nach, wenn ich das wirklich jetzt hier nicht monatlich mache. Ja, mein Fokus sind die großen Shifts, weil ich mich mehr für das Kollektiv interessiere, weil es uns alle interessieren sollte, was im Großen und Ganzen mit uns passiert. Deswegen die großen Readings mache ich immer. Und natürlich die persönlichen Readings, darauf fokussiere ich mich auch. Und diese Horoskope, das mache ich wirklich nur, weil ich weiß, dass ihr das wollt. Aber von meiner Zeit ist es wirklich, wirklich sehr anstrengend. Okay? Lasst uns schauen, Löwekinder, Januar 2022. Was ist euer Thema? Ich würde auch gerne wissen, in puncto Liebe vielleicht, was im Januar so kommen könnte. Beziehungsweise welche Information, welche Idee euch Spirit gibt, um das Ganze besser handzuhaben, besser zu verstehen. Wow. Löwekinder, ihr sprecht wieder, ha? Nichts wird verschwendet und nimm dir eine Auszeit. Das hatten die Schützekinder übrigens auch. Das sind die Feuerzeichen, ha? Die sich ein bisschen runterbremsen dürfen, vielleicht noch ein bisschen im Januar. Nichts wird verschwendet. Das ist für mich auch immer ein Zeichen, dass vielleicht hier einige sich über eine bestimmte Zeit, über eine bestimmte Situation, die in der Vergangenheit lag, vielleicht noch ärgern oder für sinnlos empfanden oder was auch immer, verschwendete Zeit eben, verschwendete Situation, verschwendeter Mensch. Und ich könnte mir vorstellen, dass im Januar hier einige besser verstehen werden, nee, das hatte schon alles so seinen Sinn, weil ich genau da bin jetzt, wo ich bin und ne, so diese Energie, ja, und nimm dir eine Auszeit. Es ist die 6, es ist die Vergangenheit, also es kann gut möglich sein, dass hier jemand sich von der Vergangenheit ein bisschen, von einer bestimmten Situation oder von der jetzigen Situation allgemein von uns allen, sich erstmal erholen darf, um neue Kräfte zu sammeln, weil der Februar generell, als Kollektiv, im Februar haben wir sehr, sehr gute Konstellationen, wo wir vorwärts gehen können. Und wenn man hier vielleicht Rast macht, Tipp für euch Löwekinder, könnte es sehr gut sein, dass dann im Februar alles dann wirklich besser aus der Hand, von der Hand, wie heißt das? Von der Hand fällt, ja? Lass uns weiter gucken. Also sich ein bisschen mehr erholen, ja, ein bisschen mehr in sich zu gehen. Lass uns weiter gucken. Löwekinder 2022, bitte. Der Stamm. Deinen Platz in der Welt kennen, die Heimat finden, sich nicht verbiegen lassen, um akzeptiert zu werden. Vielleicht wirklich sich ein bisschen zurückziehen, ja, damit man sich eben nicht verbiegt, sonst verliert man sich. Legt sich gleich dazu, okay. Ja, in Reihe und Glied. Schaut mal, das hat sehr, sehr viel mit Community zu sehen, zu tun. Hier geht es darum, befolgt man gerade die sozialen Regeln? Es geht um Anpassungen an sich. Das ist für mich aber auch die Transformationskarte, ja, sich von der Angst vor Veränderung lösen. Vielleicht brauchst du deswegen eine kleine Auszeit jetzt erstmal. Vielleicht war dir das auch alles zu viel, gerade diese Situation. Also ich sehe es jetzt gerade für einige mit der globalen Situation an sich. Eigentlich tue ich dieses Thema gar nicht so ansprechen, das wisst ihr ja, aber es fühlt sich hier gerade richtig an. Befolge ich gerade soziale Regeln, es geht um Anpassung an sich, aber es geht um Transformation. Das heißt, das ist mega, mega schön. Lebe ich nach dem Buch quasi oder outside the box, ne? Also außerhalb der Box? Mache ich das wirklich, was mir gut tut? Und deinen Platz in der Welt kennen. Vielleicht werden sich da einige so ein bisschen jetzt im Januar auch Gedanken machen. Was gefällt mir? Wie möchte ich
mein Leben, Menschen um mich herum haben, wer tut mir gut, wer nicht, ja. Es war alles wichtig, was du erfahren hast, um zu wachsen, um zu verstehen, um dich zu verstehen, um die Gesellschaft zu verstehen, ja, um zu verstehen, was tut dir gut, wer tut dir gut. Das ist so die Energie für den Januar. Gibt es einen Tipp bitte für diese Löwekinder für Januar 2022? Genesung. Also, wenn du bis jetzt zuhörst und du fühlst dich hier wohl mit allem, was ich bis jetzt gesagt habe, Leute, das ist kein Unfall, auch bei euch. Die Schützekinder hatten es auch dreimal, glaube ich, oder zweimal mit zwei verschiedenen Kartendecks. Ich denke, du startest das Jahr am besten, wenn du wirklich für dich jetzt einfach dir die Zeit nimmst. Genesung. Hier ist dein Geistführer, der dir hilft, vielleicht bei der Meditation auch. Vielleicht werden Fragen gestellt. Befolge ich die sozialen Regeln? Passe ich mich an? Wie kann ich mich transformieren? Ja? Und sich wirklich von der Angst vor Veränderung lösen, ob es im Job ist, ob es im Denken ist, ob es mit irgendwelchen zwischenmenschlichen, in irgendwelchen zwischenmenschlichen Geschichten sind. Und deswegen wirklich sich die Zeit nehmen. Ist vonnöten, weil ich sehe dann ab Februar dann, dass da alles viel, viel besser läuft. Dankeschön. Ja, setz dich durch. Setz dich durch, es geht jetzt um dich. Tu die Maske weg. Sag einfach, wie du dich fühlst, was du möchtest, was du nicht möchtest, kommunizieren und damit in die Genesung gehen. Und für einige wird es etwas ganz Spezielles sein und das weißt du dann auch, höre ich gerade, dass du es halt hier als Bestätigung, gerade als Zeichen gerade brauchst. Für fünf, sechs Leute. Setz dich durch mit deiner Attitude, mit deinem Wissen, mit dem, was dir gut tut und was du machen wirst oder nicht machen wirst. Ja, das ist, ihr wisst, wen ich damit meine. Ganz genau höre ich gerade. Vielleicht hattest du wirklich, vielleicht bist du, wie gesagt, mache ich nie, aber es kommt zu stark durch, bist du nicht gepiekst und du willst das auch nicht, egal. Und du hast von außen einfach so viel gerade gekriegt, so an Input bleib standhaft, bleib in deinem Licht. Der Januar ist zum Heilen für dich da, damit du im Februar weitergehen kannst. Nichts wird verschwendet. Es wurde alles richtig. Es waren die richtigen Leute mit den richtigen Sätzen da. Vielleicht, die dich getriggert haben, aber es war wichtig. Und jetzt geht es um Genesen, ja? Lass uns weiterschauen. Löwekinder 2022. Dankbarkeit. Haben wir sehr viel im Moment, Leute, sehr viel. Ihr habt auch sehr viele Zweier, das heißt, es hat auch was mit Entscheidungen an sich zu tun, ne? Das liegt an dir, ob du findest, dass etwas verschwendet ist. Dankbarkeit segnet dein Herz und macht das Leben kostbar. Gerne im Januar auch da ein bisschen mehr in die Dankbarkeit gehen. Lass uns die Liebesengel mal anschauen. Das fühlt sich so stressig an, irgendwie so, als würde man gegen irgendeine große Masse kämpfen müssen, irgendwie sich durchsetzen müssen. Aber davon heilst du jetzt, wenn du dir die Auszeit nimmst. Es liegt wirklich an dir jetzt, ja, im Januar. Liebesengel, bitte, irgendetwas. Zwei Stück gleich. Versöhnung. Jemand aus deiner Vergangenheit kommt erneut in dein Leben. Januar, Januar, Februar vielleicht. Es kann
in puncto Liebe tatsächlich sein. Es kann jemand sein, von dem du es dir wünschst. Es kann aber auch jemand komplett anderes sein, was du nicht gedacht hättest. Das passiert nämlich gerade ganz arg, diese Dynamik. Jemand, den du mit 15, 16 kennengelernt hast, wie auch immer. Ja, es kann sich aber natürlich um Liebe handeln. Es kann aber jemand ganz Wichtiges sein. Jemand aus deinem Soul Tribe. Also ganz, ganz, ganz klar und ganz stark. Januar, Januar, Februar. Ja, so neugierig sein einfach. Kann auch jemand aus der Familie sein, also Cousine, Cousin, bleib bitte da offen und nimm es dankbar an, weil jetzt gerade die Soul Tribes sich gerade immer präsenter natürlich im 2022 zeigen werden, sowohl in der Liebe als auch natürlich Family Soul Tribe, ja. Lass dir von Freunden helfen, bitte andere um Unterstützung und nimm sie an, was Liebe an sich angeht, okay? Täuschung. Jemand in der Beziehung verbirgt noch sein wahres Ich. Das kann für eine ganz kleine Gruppe sein oder für ein, zwei Leute nur. Erzengel Michael, was hast du hier noch? Also hier geht es wirklich mehr um Dankbarkeit. Hier geht es darum, befolge ich das, was sich gehört, wie sich's gehört, vielleicht in Liebe, wie auch immer. Ja. Passe ich mich die ganze Zeit an, in der Liebe, in der Partnerschaft, wie auch immer. Januar scheint mehr für dich Platz kriegen zu wollen. Verlasse dich auf die Hilfe Gottes und der Engel, Spirits und der Engel. Spirit und Engel, ich gebe euch jetzt diese Situation und trete einen Schritt zurück und lasse zu, dass göttliche Wunder alles und jeden an der Situation Beteiligten mit ihrem Licht erfüllen. Mächtige Geschichte, gerne das in den kommenden Tagen machen und zurücktreten heißt auch, ich nehme eine Auszeit, mir über eine bestimmte Situation Gedanken zu machen. Ich bin müde. Das ist so ein bisschen diese Geschichte hier. Ich bin müde. So, ich bin müde, auch bei einigen mein Licht zu halten, bei anderen, sie dürfen sich zeigen und ehrlich und aufrichtig sein inneres Licht finden und indem sie genesen erstmal. Soul Tribe kommt, keine Frage, aber erstmal sich selber ein bisschen auskurieren, damit man eine höhere Frequenz hat. Ne? Also ein bisschen mehr Vertrauen auch, ein bisschen mehr die Dankbarkeit gerne im Januar üben. Unheimlich mächtige Tool, wirklich unheimlich unerlässlich, unerlässlich für jeden, der wachsen möchte. El Moria und White Eagle, Geist der Ahnen, wow. Einige sind hier schon ein bisschen weiter mit der spirituellen Reise und dürfen sich mit ihren Ahnen jetzt verbinden. Die hatten wir auch vor kurzem, ja, in dem großen Reading. Verbinde dich mit deinem Vorfahren. Eine Familienwunde oder ein Familienmuster kann jetzt geheilt werden. Klar, deswegen nimm dir die Auszeit, ja. Und für die anderen, erwachende Präsenz. Das Universum ist mit dir. Trag einen Schutzmantel der Liebe. Das ist groß, Leute. Und wie gesagt, hier kommt Versöhnung, aber die innere Arbeit ist wichtig, die innere Energie erstmal zu reinigen, ne? Und wachsen zu lassen. Ich meine, hier erwachende Präsenz. Hallo? Ja. Schutzmantel der Liebe. Gerne jeden Morgen eine Woche einfach machen. Ausprobieren, Leute. Gerne ausprobieren. Es ist Zeit, dass wir jetzt ein bisschen unsere spirituellen Tools täglich ein, zwei Minuten mindestens nach dem Aufstehen machen, damit wir die Magie und die Wunder auch mitkriegen. Ja, wenn alles beim Alten bleibt, wird auch nichts passieren. Ne? Also, verlass dich drauf. Ja. Einen Schritt gerne zurücktreten, mehr in die Dankbarkeit gehen. Sich nicht zu sehr anpassen, sondern eher mit sich jetzt im Januar sein. Schön. Familienmuster kann jetzt geheilt werden. Gerne auch vergeben allen Familienmitgliedern. Okay? Meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, inspiriert hat, super gerne ein Like da lassen. Wenn du dich wohlfühlst, auch gerne ein Abo, damit die Seite 2022 weiterhin hier bestehen bleibt. Und dann wünsche ich euch erstmal eine gute Zeit. Bis bald, Löwekinder. Tschüss.